Seid ihr herzlich willkommen. Wochenorakel bis 23. Juli. Ich beginne mit Montag und hier sehen wir dieses Mondsymbol und Mond herrscht über Montag. Mond bedeutet auch unseren Gefühlen oder Fürsorglichkeit oder Mutterthemen, aber auch unseren Wünsche, Träume, Sehnsüchte. Montag ist 17. Juli und in diesem Tag ist Portaltag und herrscht Ahau. Über diesem Portaltag bedeutet übersetzt die Sonne. Darüber habe ich extra Video gemacht. Und diesem Abend werde ich ein Ritual halten, ein Portaltag-Ritual, aber ich nehme den Neumond auch noch dazu, weil Montag haben wir Neumond im Krebs. Und dieser Ritual beginnt 23 Uhr. Ihr könnt gerne anmelden und informieren in diesem extra Video, was ist die Thematik. Die Energieausgleich beträgt 10 Euro, aus der Schweiz 12,50 Euro wegen die Bankgebühren. Und wir schauen an, was passiert noch am Montag. Das Kind bedeutet die Kinder natürlich. Oder die Kindheitserinnerungen passt sehr gut zum Mond am Montag. Mond symbolisiert auch Mütterlichkeit. Was dieses Kind noch bedeuten kann, eine jugendliche Ausstrahlung, die lebendige Frische, das Spielerische. Oder bedeutet oft ein Neuanfang. Dienstag herrscht Mars, bedeutet unsere Kraft. Aber Mars ist eine männliche Energie, also symbolisiert auch die Männer. Dienstag sehen wir dieses Schiff und das bedeutet Hoffnung. Aber diese Karte zeigt auch Ausland, Auslandskontakten, Reisen. Das kann Urlaub sein oder oft symbolisiert auch Veränderungen. Merkur herrscht über Mittwoch. Merkur ist der Planet der Handlungen, das Wissen und herrscht auch über Kommunikation. Was erwartet uns Mittwoch? Mittwoch haben wir Kraft und können wir uns sehr gut behaupten. Dieser Bär bedeutet oft eine Person, der was zum Sagen hat. Das kann auch dein Chef auch sein, Gesprächen mit deinem Chef oder kann auch Vorstellungsgesprächen auch bedeuten. Und Merkur zeigt auch schon Verträgen. Donnerstag herrscht Jupiter. In diesem Tag haben wir Lilith-Energie. Das hängt immer mit Mondbewegung zusammen. Einmal erreicht Mond den nähersten Punkt von Erde und einmal erreicht den weitesten Punkt aus der Erde aus gesehen und aktiviert unsere Wünsche, Träume, Sehnsüchte. Diesmal, also Donnerstag, erreicht Mond den weitesten Punkt aus der Erde aus gesehen. Die Wünsche werden schon aktiviert, aber wir denken, boah, das ist so weit weg, das wird sowieso nichts. Kann natürlich auch sein, dass andere sagen, das träum nicht so viel, das wird nichts. Was passiert am Donnerstag? Das Haus bedeutet, wir möchten etwas aufbauen. Das kann auch Selbstständigkeit auch sein. Haus symbolisiert auch unserem Zuhause,
oder Elternhaus oder die Familie. Also das ist die wichtigste Thema, familiäre Verbindungen oder etwas verändern in unserem Zuhause. Wir stehen in Jupiter-Energie, weil Jupiter herrscht über Donnerstag und zeigt Gerechtigkeit oder manchmal auch Ungerechtigkeiten. Aber Jupiter bringt auch Glück. Freitag sehen wir die Venus-Symbol, weil Venus herrscht über diesem Tag. Und diesmal wird Venus jetzt im Stillstand, bleibt für einen Moment stehen, dann ändert sich die Richtung und wird Venus rückläufig. Und diese Rückläufigkeit hat einen Einfluss auf uns Frauen oder Einfluss auf die Liebepartnerschaft. Entweder bremst die Geschehen oder wir blicken zurück in die Vergangenheit. Oft aktiviert das karmische Themen. Und was passiert noch am Freitag? Hier sehen wir diese Peitsche und das tut weh. Dort, wo die Peitsche ist, erleben wir schmerzhafte Erinnerungen. Und dieser Stillstand am Freitag bei der Venusbewegung könnte auch bedeuten, wir Frauen sollen stillhalten. Weil wenn wir etwas mitteilen oder schreiben oder fragen, das kann zu dieser Peitsche führen, dann bekommen wir die passende Antwort und wir fühlen uns verletzt und dann ziehen wir zurück. Also diplomatisch handeln. Venus symbolisiert auch Diplomatie, herrscht über die Zeichen Waage. Freitag erreicht Mond Mars. Und Mond und Mars wirken dann zusammen, weil sie bilden sich einen sogenannten Konjunktion. Mars symbolisiert die Männer und Mond kann Mutterthemen sein oder die Verbindung zum Mutter, aber bedeutet auch, dass die Männer sind offen über Gefühle zum Sprechen. Und wir Damen sollen geduldig sein und abwarten, bis er in Bewegung kommt, bis er über Gefühlen spricht und er ist offen dafür. Samstag herrscht Saturn. Saturn ist der Planet der Schicksal und hütet karmischen Themen. In diesem Tag steht Pluto und Sonne gegenüber. Pluto bedeutet Macht. Sonne kann unsere Selbstdarstellung sein, dass wir sollen uns jetzt behaupten, aber diese gegenüberliegende Position bedeutet auch, wir brauchen auch Diplomatie, wir brauchen die Gleichgewicht. Im politischen Ebenen bedeutet Sonne die Regierungen und Pluto bedeutet die Macht. Macht und Regierungen stehen gegenüber und stellen die Fragen, wer beherrscht die Erde? Also hier sind auch jetzt Machtkämpfe im Spiel. Was passiert noch am Samstag? Dieser Buch zeigt Wissen, Lernen, aber auch Offenheit. Hier sehen wir, dass dieser Buch öffnet sich. Und dieser Mann öffnet sich auch. Aber wir Frauen sollen das nicht beschleunigen. Hier in die Mitte sehen wir die Sonnensymbol und Sonne herrscht über Sonntag. Wenn du eine Dame bist, dann sonntags stehst du im Mittelpunkt, hast du diese sonnigen Gemüt, diese Ausstrahlung, diese selbstbewusste Auftreten und wirst du auch wahrgenommen. Und das war dieser Wochenorakel. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe.